Hey Leute, was geht? Ich bin's Timmy, Freunde. Heute gibt's was richtig Besonderes. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder ins Krankenhaus sehen. Vielleicht seht ihr auch im Hintergrund, dass sich da schon einiges geändert hat. Es gibt einige Funktionen, Freunde, die ich euch auf jeden Fall zeigen will. Ihr seht schon im Hintergrund, ja, da hat sich echt einiges getan. Aber bevor ich das mache, Freunde, will ich euch noch was zeigen. Und zwar, das ist mir echt schon eine Herzensangelegenheit, weil ihr seht ja, hier ist auch eine neue Bank, diese Alpha-Stein-Bank oder so. Und hier bin ich vorher gestorben, Freunde. Da hat mir Armin auf jeden Fall das Leben gerettet. Danke nochmal an dich. Und hier steht Baugenehmigung Don Alpha-Stein. Also diese Bank hat ja so gesehen eine Lizenz, Freunde. Und wenn diese Bank doch eine Lizenz hat, Freunde, dann können wir da doch eigentlich unser Geld einlagern, oder? Weil mittlerweile haben wir richtig viele Wertsachen, wie zum Beispiel Diamanten, Gold oder auch verzauberte Bücher, die ich auf jeden Fall auch gut verstecken will, wie auch Goldäpfel. Aber die Goldäpfel sind eigentlich für unser Krankenhaus, also brauchen echt viele davon, aber die sind halt auch echt gefragt und die können auch fürs Böse verwendet werden, da müssen wir echt aufpassen. Und zum Beispiel auch Emeralds. Das heißt, ich will das alles hier eigentlich in die Bank rein tun und deswegen, ich werde die erstmal zumachen, so, zack. Deswegen, klar, natürlich ist eine Ender Chest sehr sicher, aber so eine Bank ist doch eigentlich ganz nice, Freunde. Denn wenn ich die Wertsachen bei dieser Bank hier habe, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht jedes Mal zu einer Ender Chest rüberrennen muss. Und wenn die weg ist, Freunde, haben wir ein richtiges Problem. Deswegen brauchen wir eigentlich hier ein Konto. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich hier so ein Schild mache. Und zwar steht hier, Timmy, Wertdepot, bitte einrichten, Interesse. Ich denke, er wird auf jeden Fall checken, was ich damit meine. Weil ich will hier so ein Konto einrichten, wisst ihr? Wenn man hier nämlich reingeht, das sieht richtig heftig aus. Dann kann man hier zu dem Bankschalter gehen, dann kann ich hier meine Diamanten rausholen, zack, zack, zack. Und ich finde, das ist eigentlich richtig gut gelungen, sage ich euch ehrlich. Und hier kann man auch ganz, ganz schwer reingehen, weil hier zum Beispiel außen, kann man hier außen rein? Ja, okay, von außen kann man hier reingehen. Aber zum Beispiel hier bei der anderen Seite, ich glaube, hier ist nämlich dann noch der Tresor, da kann man nicht reingehen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier wieder raus, wir lassen mal das Schild hier und wir gehen erstmal Richtung Krankenhaus und ich zeige euch mal, was hier alles neu ist. Denn wie immer haben wir natürlich die Baugenehmigung vom Sheriff, der Sheriff ist ja Stani. Und ey, wir haben sogar einen Besucher. Was machst du denn da? Oh nein, ich habe vergessen, dass ich den gar nicht anschauen darf. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier drin kämpfen. Komm mal lieber raus, Kollege, ja? Komm am besten hier raus. Ja, genau. So, und zack, hast du Enderperlen dabei? Ey, Mann, der hat ja nicht mehr Enderperlen dabei. Ist aber auch nicht schlimm, Freunde. Und zwar habe ich jetzt hier so einen Eingang gemacht, dass man hier von der Seite rausgehen kann. Wenn man hier durchläuft, kann man hier natürlich auch wieder reingehen. Das ist ziemlich nice. Das ist aber nicht die einzige Änderung. Und zwar seht ihr hier, dass wir auch eine schöne Treppe nach oben gebaut haben. Und die geht natürlich ganz schön hoch. Die ist auch ein bisschen breiter gebaut. Und ich habe hier noch so ein Absicherungsglas, dass man hier nicht runterfallen kann. Ist sehr wichtig. Falls ihr euch fragt, was hier oben hinkommt. Hier oben kommt was sehr, sehr Schönes hin. Okay, eigentlich ist es nicht so schön. Und zwar kommt hier so Krankenbetten und Operationsräume kommen hier rein. Das heißt, wenn ein Spieler richtig verletzt ist und er wirklich Probleme hat, dann kann er hier sich auskurieren. Wir machen hier auch noch ein paar Erholungsorte hin. Und hier müssen wir noch ein Geländer hinmachen. Also ihr seht schon, es ist wirklich einige Arbeit in dem Krankenhaus. Und falls ihr euch wundert, Timmy, warum machst du eigentlich die eine Seite hier komplett weiß, was echt nice aussieht, und hier die andere Seite in so einem hellen Rot oder auch Pink? Naja, wobei Pink ist es eher nicht, eher so rosa, würde ich sagen. Und zwar ist das hier die Notaufnahme, Freunde. Das hier ist für die richtig ernsten Fälle, die schnell behandelt werden müssen, diese Abteilung hier. Ich weiß nicht, ob wir hier auch noch nach oben bauen sollen oder nicht. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Das heißt, hier dieser ganze Bereich wird auch rosa und dieser ganze Bereich wird hier natürlich weiß. Hier kommt dann so ein Wartezimmer hin, wo man sich dann hinsetzen kann, ein paar Bücher lesen kann, dies, das. Und hier ist auch schon die Rezeption, wo noch ein paar Schüler hinkommen. Und vielleicht, wenn wir auch mal Mitarbeiter haben, Freunde, der dann auf jeden Fall die ganzen Patienten versorgt. Der sitzt dann zum Beispiel hier und wenn dann jemand kommt, dann muss er entscheiden, okay, wie ernst ist der Fall? Muss er jetzt schnell behandelt werden? Muss er nicht so schnell behandelt werden? Wie im echten Leben eigentlich? Das ist richtig nice. Und natürlich hier bei den Türen haben wir auch so einen kleinen Weg, der nach außen geht. Also ihr seht schon, ich habe echt einiges gearbeitet hier und das Krankenhaus wird richtig nice. Ihr habt euch auch gewünscht, dass ich zum Beispiel hier das Kreuz ein bisschen größer mache. Deswegen habe ich hier mal ein bisschen weiter gearbeitet. Theoretisch können wir das hier oben nach fortsetzen. Dann sieht das irgendwie aber aus wie so ein Geschenk, wisst ihr? Wie so eine riesen Geschenkbox, deswegen das wollte ich eigentlich nicht. Wichtig, Freunde, das hier ist für Notfälle und das ist ambulant. Das heißt, wenn hier zum Beispiel irgendwelche Autos angefahren kommen, die einen Notfall haben oder Spieler, zack, die können direkt hier rein und die sagen dann Notfall, dies, das. Vielleicht müssen wir die Rezeption noch ein bisschen weiter nach außen machen. Ich glaube sogar, ich habe rote Sachen dabei, das können wir eigentlich direkt mal machen. Rote Blöcke habe ich definitiv dabei und ey, der hatte doch Enderperlen dabei, habe ich gar nicht gesehen. Dann machen wir nämlich hier die Rezeption so ein bisschen, das machen wir so, dann sieht das doch schon viel, viel besser aus. Ey, eigentlich können wir auch so ein Viereck machen. Ja, Mann, lass mal so ein Viereck
Viereck machen, dann können wir nicht von jeder Seite die Kunden bearbeiten und die können halt immer mit uns reden. Ich finde das eigentlich echt, das ist eine gute Idee, würde ich mal sagen. Okay, ich habe jetzt hier mal so ein kleines Viereck hingemacht. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu viel Platz eingenommen haben. Aber ich muss erstmal den Boden hier weitermachen, das ist sehr dringend. Ach so, und falls ihr euch fragt, was eigentlich hier unten hinkommt, weil wir können ja nicht nur Patientenräume machen, hier unten kommen ganz viel Essen hin oder auch OP-Äpfel oder beziehungsweise auch andere Dinge, die zum Beispiel auch Spiele heilen, wie zum Beispiel auch Tränke. So, dann würde ich mal sagen, dass wir echt ein paar Blöcke mitnehmen und zwar hier zweimal weiß und einmal rot. Okay, von dem Rot haben wir noch. Dann machen wir das Ganze erstmal so, platzieren das Ganze hin, dass wir die richtigen Blöcke haben, dann sehen wir uns gleich wieder. Falls ihr euch wundert, Timmy, warum machst du hier alles weiß? Keine Sorge, das ist nur fürs Wasser. Und zwar will ich, dass hier alles voller Wasser ist. Das geht nämlich so richtig schnell, habe ich gemerkt, weil ich kann das dann direkt mit der Pickaxe abbauen. Und ich muss ja eh das ein bisschen höher bauen. Deswegen trifft es das eigentlich ziemlich gut. Denn ihr seht, Freunde, hier, das geht richtig schnell mit der Pickaxe. Zack, zack, zack. Und wir kriegen die ganzen Blöcke schon. Und so können wir unser Krankenhaus richtig schnell vorantreiben. Ich muss echt noch einen Krankenwagen bauen. Richtig wichtig. Und ich hoffe echt, dass Alphastein mir ein schnelles Konto gibt, dass ich vielleicht auch Sachen einfach einkaufen kann und nicht die ganze Zeit abbauen muss etc. Aber dann kommen wir richtig schnell voran, wisst ihr? Und ich frage mich, wie das Krankenhaus sich finanziert. Ich meine, kriegen wir Spenden oder gibt es so eine Krankenversicherung? Das müssen wir erstmal abchecken mit den ganzen Bewohnern hier von Puman City. Und wer wird eigentlich Bürgermeister? Denn ihr seht's, oh Mann, da sind fremde Leute hier in unserer Stadt. Was wollen die hier? Denn ihr seht's, Freunde, es wird ein Bürgermeister gesucht. Und was meint ihr? Sollen wir uns bewerben als Bürgermeister? Als Bürgermeister von Puman City? Vielleicht benennen wir ja die Stadt auch um oder so, weil Stani ist ja schon der Sheriff. Der kann ja nicht der Bürgermeister sein. Sue hat, glaube ich, da hinten sein eigenes Haus. Das müssen wir auch kurz abchecken. Das sieht nämlich richtig nice aus. Und Sue wollte ja eigentlich auch Arzt mit uns werden. Und boah, das hat er echt nice gemacht mit dem schwarzen Glas. Das gefällt mir richtig gut. Also da muss man schon sagen, Hut ab, Sue. Das sieht richtig nice aus. Aber auch das Haus von MBK ist nice. MBK könnte theoretisch auch ein Bürgermeister sein. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob wir das machen sollen oder nicht. Da bin ich echt gespannt. So, die eine Hälfte haben wir jetzt fertig. Ey, was? Wir haben komplettes Krankenhaus eingerichtet? Naja, nicht komplett, aber oha, das sieht richtig nice aus, ey. Hier müssen auf jeden Fall noch Stühle hin und hier müssen wir noch irgendwie Terrakotta machen. Ich weiß aber nicht genau, wie man Terrakotta nochmal macht. Das müsst ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich werde kurz nochmal schauen. Vielleicht finde ich es heraus. Aber ich sage euch ehrlich, Freunde, hier in diesem Wartebereich können wir eigentlich ein Painting hinmachen, also ein Gemälde. Und ja, ja, meint ihr, das passt hier rein so? Als Wartebereich, vielleicht kriegen wir ein besseres Bild. Okay, das passt eigentlich echt gut rein, das Bild. So mit dem Schnee und mit dieser einen Hand, der ihm so hilft. Ey, ich sag euch ehrlich, das Bild passt richtig gut rein. Weil das ist so gesehen die helfende Hand und dieser Spieler hier, dann kann er wieder fürs Gute kämpfen. Hoffen wir einfach, dass die Leute das auch so interpretieren. Und hier müssen wir erstmal zumachen. So, zack. Jetzt sieht das viel, viel cleaner aus hier. Okay, was auf jeden Fall noch sehr, sehr anspruchsvoll sein wird, wird das Dach sein. Ich würde mal sagen, dass wir hier uns hochbauen und zwar so eine kleine Treppe hier machen. So, zack. Dann kommen wir auf jeden Fall schon mal der Sache näher. Okay, Freunde, ich habe mir hier so eine kleine Treppe gebaut und ich würde sagen, dass wir hier auf diesem Dach noch einen Helikopterlandeplatz machen. Sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob noch Helikopter reinkommen werden, aber wir machen es einfach mal. Ich denke, das schadet auf jeden Fall nicht, Freunde. Da können wir aber auf dem Dach auch ein Kreuz noch drauf machen, dass die Leute auch von oben checken, dass es hier auch ein Krankenhaus ist. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal ein schönes Kreuz rein. So, dann gehen wir hier auch schön in die Mitte. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und wir machen das auf jeden Fall schön mittig, Freunde. Und ich glaube, so sollte das Ganze passen. Dann können wir eigentlich schon in die andere Richtung gehen. Wir müssen das Ganze nur symmetrisch machen. 1, 2, 3, 4. Okay, ein noch. So, dann machen wir hier hin. Zack. Und ich glaube, da müsste nämlich die Reihe auch 5 sein. 1, 2, 3, 4, 5 und ein weißer. Dann können wir hier schon mal das Dach weitermachen. Und wir machen auch eine Treppe ganz hoch, Freunde. Für den Helikopter natürlich. Aber erstmal machen wir das Dach zu, dann regnet es hier auch nicht mehr rein. Aber jetzt sieht man echt von jeder Seite, dass es sich hierbei um Krankenhaus handelt. Ich meine von oben, von der Seite, von der anderen Seite. Und er hat sich ja gewünscht, dass wir ein großes, heftiges Kreuz machen. Wo eigentlich können wir das Kreuz auch so aufrecht haben, wisst ihr? Dass wir das in die Mitte und dann hier so hoch machen. Oh, das könnte man eigentlich theoretisch auch machen. Ey, die Pferde sind richtig süß von Stani. Hier mit diesen Diamanten und das ist, glaube ich, MBK seins.
Und ich habe gesehen, Stani hat richtig viele Pferde da drin. Das ist, glaube ich, eine. Ich glaube, das wird eine richtige Polizeiarmee, was er da macht. Freunde, ich werde mich auf jeden Fall noch um Bücherregale kümmern, weil hier ist ja der Wartebereich. Das werde ich mal kurz machen, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Sollte nicht allzu lange dauern. Ey, Freunde, ich bin hier gerade bei Amir. Der hat eine richtig heftige Farm, sage ich euch ehrlich. Ihr müsst auf jeden Fall Gruß bei Amir da lassen. Und ich werde ihm noch einen schönen Gefallen dafür tun, weil Amir hat auf jeden Fall die Base nicht umsonst hier gemacht. Ja, ich bediene mich gerade davon und benutze auch seinen Villager. Aber Freunde, ich werde es auf jeden Fall fair machen, weil das bringt uns einen enormen Vorteil. Was heißt Vorteil? Wir können dadurch das Krankenhaus auf jeden Fall sehr, sehr schneller fertig machen, weil ich will ja im unteren Bereich auch so viel Essen machen. Und die ganzen Karotten können wir dafür auch verwenden. Und ihr seht ja auch, ich pflanze hier ganz brav alles wieder ein. So, zack. Wie viele Karotten haben wir gerade? 2 Stacks. Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Stacks, weil er hat nämlich hier einen Villager, der Karotten zu Emeralds tauschen tut. Und das ist echt richtig OP, sage ich euch ehrlich. Weil mit den ganzen Smarken, Leute, können wir uns nämlich Bücherregale kaufen und dann zack, Freunde, das meine ich, können wir das Krankenhaus so schnell fertig machen. Weil, schaut mal, Freunde, oha, das geht richtig schnell. Zack, dafür kriegen wir wieder 2 Emeralds. Okay, so viel Karotten haben wir gar nicht mehr. Wir haben auch 19 Stück. Das sollte eigentlich reichen. Was wir auf jeden Fall auch noch, brauchen wir noch was anderes? Ja, nee, wir haben Emeralds. Wir brauchen eigentlich jetzt Bücherregale, das wäre sehr wichtig. Freunde, ich werde auf jeden Fall Amir ein paar Emeralds da lassen. So, zack. Na, mach mir 5 Stück, Freunde. Und wisst ihr was? Habe ich noch irgendwas doppelt? Ich meine, ich habe hier eigentlich 2 Pickaxe. Eigentlich kann ich doch tauschen, oder? Wisst ihr was, Freunde? Ich werde ihm hier diese Pickaxe geben. Oh, wo kann man die denn hin tun? Okay, ich werde die einfach hier dazulegen, weil das auch ein gutes Tauschgeschäft ist. Weil wir brauchen echt viele Bücher. Vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen Leder, Freunde, aber wir kriegen das schon hin. So, ich würde mal sagen, wir begeben uns auf den Rückweg. Zum Glück ist das nicht zugefroren. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich schon mal die Inneneinrichtung von dem Krankenhaus habe. Und wisst ihr, was ich gerade entdeckt habe, Freunde? Hier kennt ihr bestimmt die alte Burg von uns. Ich meine, eigentlich wird die immer noch ein bisschen genutzt, aber jetzt nicht mehr so sehr. Ich glaube sogar, hier kommt vielleicht was richtig Heftiges hin. Vielleicht kommt da auch ein Zoo hin. Mit so Monkeys, Affen und so, dies, das. Aber kennt ihr eigentlich noch das Gebäude? Das ist unser erster Anfang in Minecraft, Freunde. Das war unser allererstes Haus. Wisst ihr noch, was ich da bauen wollte? Ich meine, ja, okay, man hätte es besser machen können. Aber das ist krass, Freunde, dass das immer noch da steht und dass wir das gerade eben einfach gefunden haben. Wie heftig ist das, Mann? Falls ihr euch aber jetzt fragt, wo ich hingehe, Freunde, ich muss mal kurz zu Stani seiner Villager Farm. Sehr wichtig, weil ich habe jetzt das ganze Holz nicht umsonst geholt und ich werde mir da einfach ganz viele Bücherregale holen, dass wir wenigstens schon mal die Einrichtung haben. Wir sehen uns gleich wieder bei der Villager Farm. So, da sind wir auch schon bei der Villager Farm und denen geht es zum Glück gut. Irgendwie holt das niemand hier ab, ey. Keine Ahnung warum, aber erstmal müssen wir traden, Freunde. Und zwar, nee, mit dir nicht, aber mit dir hier. Oh, wir müssen auf jeden Fall erstmal das umlagern. Da müssen wir einige Sticks machen hier. So, Freunde, ich habe jetzt mal ein bisschen Platz gemacht. Zack, dann können wir jetzt erstmal dahin gehen. Dann müssen wir kurz zum Crafting Table und dann machen wir uns richtig viele Stöcke. Also ich glaube, Stöcke sollte auf jeden Fall gar kein Problem sein. Ich bin echt gespannt, wie viel Smart wir daraus bekommen. Ich meine, wir brauchen echt viele Bücher. So, dann müssen wir dich mal kurz aufwecken und dann traden wir mal kurz. Was? Das war's schon? Nur 2 Stück? Was soll das denn, Mann? Okay, ich habe auf jeden Fall mehr erwartet, aber wir haben ja schon ein paar Smart und zwar 18 Stück. Vielleicht kriegen wir so schon ein paar Bücherregale. Und okay, ein Bücherregal kostet 9. Gibt es da verschiedene Angebote hier? Okay, bei denen kostet es auch 9. Bei denen kostet es auch 9. Irgendwie glaube ich, dass sie alle 9 kosten. Okay, wisst ihr was? Wenigstens haben wir jetzt 2 von denen. Das ist ganz schön teuer. Eigentlich lohnt sich das gar nicht. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Bei der Brücke ist irgendein Schild und da ist auch TNT. Wo kommt das denn her? Ey, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ey, wir müssen da mal kurz vorbeigehen. Wenn ich dann weiß, wer das war, Freunde. Ey, das gibt auf jeden Fall Ärger. Vielleicht gehe ich da zur Polizei oder ich regle das alleine, Freunde. Aber eigentlich ist das Tewsbrücke. Wir müssen mal kurz da hochgehen. Dann checke ich mal aus, was da eigentlich passiert ist. Weil das kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit die Brücke kaputt gemacht wird. Ey, Freunde, das war nur eine optische Illusion. Was schaut man, das ist einfach nur so ein Block gewesen. Aber trotzdem ist hier TNT. Ey, das ist richtig feige, wer auch immer das war, ne? Richtig feige Aktion, dass man hier das einfach kaputt macht. Und ey, wenigstens sieht man das Krankenhaus von ihr aus. Also ich finde, das Krankenhaus sieht man auf jeden Fall schon weiten, dass es sich auf jeden Fall um ein Krankenhaus handelt. Bei der Bank natürlich auch. Da sieht man auch direkt, dass es eine Bank ist. Und was wird da eigentlich gebaut? Hä, ist das... Ich habe keine Ahnung, was das ist, Freunde, aber sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie so ein komischer Garten oder so. Aber mit dem Krankenhaus bin ich echt zufrieden. Wir bauen da auf jeden Fall noch weiter. So, ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Einrichtung weiter. Und zwar machen wir die beiden Blöcke, die würde ich so hin machen. Dann haben wir schon mal 2 Bücherregale. Sehr gut. Was machen wir mit den ganzen Sticks eigentlich? Ich glaube, die werde ich in eine Extrakiste reinmachen.
Hoffentlich haben wir noch ein bisschen Holz. Ja, okay, sehr gut. Dann machen wir hier nämlich das ganze Holz rein. Zack, 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 zack. So, sehr gut. Dann haben wir das schon mal ein bisschen sortiert. So, Freunde, ich würde noch sagen, dass wir auf jeden Fall das Dach fertig machen. Das heißt, ich hole erstmal das hier raus. Vielleicht machen wir auch noch die Treppe fertig. Wir haben Obsidian noch. Oh, wir können eigentlich, ey, das ist eine gute Idee. Wir können uns eigentlich noch ein Portal machen ins Nether rein, dass wir auch im Nether erreichbar sind. Oha, das ist richtig schlau. Aber die Frage ist, wo machen wir das Portal hin? Das Portal müsste eigentlich auch hier irgendwo hin. Und wir haben auf jeden Fall einiges wieder nass zu machen. So, das kommt hier hin, das kommt da hin. Ey, das geht so schnell hier, ne? Zack, zack. Ich würde mal sagen, wir machen mal kleine Timelapse, beziehungsweise sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier fertig bin, das alles hier nass zu machen. So, das auch in die andere Richtung nochmal. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann können wir das erstmal abbauen und machen dann hier die Decke weiter und aufpassen, dass wir nicht ein Loch in die Decke reinmachen. Das wäre ganz, ganz schlecht. Aber wenn es so weitergeht, sollte diese Decke gleich fertig sein. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie wir das Dach machen sollen, weil da bin ich mir noch ein bisschen unentschlossen, ob wir da wirklich das flache Dach nehmen sollen oder ob wir vielleicht wirklich so ein spitzes Dach nehmen sollen mit so einem Helikopterlandeplatz, wisst ihr? Weil beides ist auf jeden Fall ziemlich nice und wir müssen uns noch entscheiden, oh, wir müssen noch Wasser hinmachen, wir müssen noch entscheiden, Freunde, wo wir das Portal hin machen. Sehr, sehr wichtig. So, das Dach haben wir eigentlich fast schon zur Hälfte fertig. Ich würde mal sagen, hier machen wir das Ganze, das wird ein bisschen schwierig, weil da haben wir noch den Aufgang nach oben, den würde ich eigentlich erstmal behalten. Ich gehe mal auf die andere Seite und mache das hier schon mal zu. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, Freunde, ey, haben wir das auf die genau gleiche Höhe gemacht wie die Polizeistation und die Bank? Heftig, ey. Wir dürfen nicht vergessen, Freunde, dass wir hier natürlich auch eine Beleuchtung brauchen, wisst ihr? Deswegen würde ich sagen, dass ich das erstmal noch ein bisschen offen lasse hier, weil sonst sind da echt richtig viele Monster drin. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, sieht das echt richtig nice aus. Ich kann mal ein bisschen Beleuchtung reinmachen und ich kann hier noch ein Geländer kurz hinmachen. Aber der Unterbereich gefällt mir richtig, richtig gut, sage ich euch ehrlich. Also der gefällt mir mit am besten eigentlich, auch von außen. Hier müssen wir das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Oder wir machen das gestreift. Aber eigentlich will ich das komplett in Terrakotta machen. Ich habe gehört, dass wir dafür Clay brauchen. Mal schauen. So, dann gehe ich mal kurz nach oben und oh, hier muss ich auf jeden Fall noch die Decke weitermachen. Dann können wir nicht kurz noch die Beleuchtung hinmachen und dann mal schauen, wie das hier aussieht. Aber ich sage euch ehrlich, dafür, dass wir hier so viel bauen, Freunde, haben wir echt viele Besucher hier. Schaut mal, da sind schon wieder solche Typen, die uns raiden wollen. Und da drüben war auch gerade ein Typ, der mit uns traden wollte. Also hier haben wir echt eigentlich richtig viel Vielfältigkeit. Aber ich glaube, das sollte auch reichen mit dem ganzen Weißen, oder? So, dann können wir auch mal beginnen mit dem ganzen Wasser. Und das kann ein bisschen dauern jetzt, weil wir haben richtig viel davon. Ich hoffe, dass wir nicht allzu lange brauchen, ey. So, dann können wir das Ganze erstmal ganz entspannt wieder abbauen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Dach weiter gemacht habe. Und natürlich auch die ganzen Laternen. Und da bin ich echt gespannt, wie das da aussehen wird. So, das ist auch schon die letzte Reihe. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt hoch. Ich hoffe, dass wir alles mitgenommen haben. Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Zack, wir gehen mal direkt nach oben. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Ich sag euch ehrlich, das hat sich richtig gelohnt, hier die ganze Arbeit zu machen. Weil wir haben jetzt, yay, wir haben es gemacht, Freunde. Haben wir eigentlich noch rote Sachen dabei? Eigentlich können wir das Kreuz noch direkt hier hoch machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das auch machen sollen. Dann haben wir so ein Kreuz nach oben. Aber eigentlich sehe ich das gerade nicht vonnöten. So, Freunde, hier kommt schon die erste Beleuchtung rein. Wir machen jede 4 Blöcke, machen wir einen so hoch. Also 1, 2, 3, 4, zack. Wir müssen uns nicht mal hochbauen, wir müssen einfach nur so machen. Und dann machen wir das Ganze so, zack. 1, 2, 3, okay, da passt das. Und dann machen wir hier auf der Seite, machen wir das genauso, Freunde. So, zack. Und dann gehen wir hier noch eins rüber, weil wir haben echt viel. Also 1, 2, 3, 4, eins wieder rüber gehen. So, zack. So, das sieht doch schon richtig fresh aus. Ich würde sagen, dass wir das in der Reihe auch noch machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen noch aber ein bisschen von diesen Metallteilen. So, dann würde ich mal sagen, dass wir auch auf diese Höhe hier überall die letzten Laternen machen. Das sollte jetzt eigentlich richtig simpel gehen. Da müssen wir nicht mal viel Mathematik machen, sondern machen das einfach so, dass es hier passt. Und das passt sogar wirklich auf die Laterne genau. Richtig nice. Oha, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, Freunde. Also die Patienten hier oben, die werden es auf jeden Fall richtig gut haben. Aber Freunde, ich würde mal sagen, ich mache hier noch kurz ein Kreuz. Ich muss mal kurz meine Schaufel holen. So, zack. Vielleicht brauchen wir das hier noch. Dann machen wir das mal so hin. Zack.
Und zwar wird das kein großes Kreuz, das wird einfach nur ein kleines Kreuz sein, Freunde. Aber dieses Kreuz wird auf jeden Fall dem Krankenhaus so ein bisschen den Touch geben, wisst ihr? Weil nur so ein Schuhkarton sieht auch ein bisschen dumm aus. Wir wollen uns mal wieder runter, mal schauen, wie das aussieht jetzt. Oha, das sieht ja perfekt aus, ey, das sieht so nice aus. Ey, ich sag euch ehrlich, das war eine richtig gute Idee, dass ihr meintet, dass wir hier das Kreuz nach außen machen sollen. Wie fresh sieht das bitte aus? Ey, ich bin richtig schockt, das sieht voll nice aus, Mann. Okay, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal rein, schauen uns das nochmal kurz an, Freunde. Hier geht man so rein, zack. Und auch bei Nacht sieht das so clean aus. Oha, wir müssen hier nur noch das fertig machen. So, dann gehen wir hier hoch, zack, zack, zack. Und wie sieht das hier oben aus? Ey, schaut mal hier diesen Übergang. Wie heftig sieht das bitte aus, Freunde? Auch hier, das gefällt mir richtig gut. Ich werde hier noch kurz eine Sicherung machen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, wir machen uns noch kurz weiße Gläser hier, 8 Stück. Wisst ihr was, ich mach mal 2 hier, da haben wir 16, okay. Und direkt nach oben gehen und dann bin ich echt gespannt auf das Endresultat hier. Okay, das sieht echt fresh aus. Hier kann man dann runtergehen, Freunde. Und hier kommen dann die ganzen Patienten hin. Hier werdet auch die ersten Patienten sein, das kann ich euch versprechen. Ich werde auf jeden Fall heute noch hier unten das Ganze machen. Dann wird es noch einen Eingang nach unten geben. Und wir müssen noch das Portal ins Nether machen. Vielleicht können wir das auch hier machen oder so. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich nehme auf jeden Fall alle eure Lösungsvorschläge wahr, Freunde. Wie zum Beispiel auch das Kreuz da oben. Sieht richtig nice aus. Doch ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein von diesem Video. Wir sehen uns bald wieder, Freunde, wenn es wieder heißt, Timmy auf der YouTuber-Insel. Tschüss, euer Timmy. Ciao.